Yo, servus Leute, willkommen zu einem neuen FAU-Vlog und wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, geht es um die besten Grünflächen in Nürnberg heute, wo man so ein bisschen ja, den Kopf frei bekommen kann, ein bisschen entspannen kann und auch ein bisschen abschalten kann. Eigentlich habe ich mit einem ganz anderen Video angefangen und zwar so ein bisschen mit die besten Indoor-Locations, um in der Pandemie trotzdem noch Sachen zu machen, aber es kam etwas dazwischen, ein Lockdown. Nun, dementsprechend ist jetzt eben dieses Video entstanden und zwar eine Möglichkeit, sich hin und wieder trotzdem mit Leuten zu treffen, denn wir sind einfach soziale Wesen, aber da wenigstens draußen, bei einem Spaziergang, irgendwo, wo es schön ist und wo es eben auch ein wenig sicher ist. Nachdem wir uns vor 7 Monaten einen Hund geholt haben, sind wir natürlich regelmäßig draußen, wir erkunden Nürnberg neu und das ist so cool, weil wir so viele neue Plätze kennenlernen und sehen. Und genauso wurde es auch zum Ritual, regelmäßig das Handy zu Hause liegen zu lassen und einfach mal 1-2 Stunden nur mit dem Hund rauszugehen. Und das ist echt was Schönes geworden, die ganze Situation einfach im Kopf beiseite zu legen. Und genau dazu möchte ich euch auch motivieren. Und über die letzten Monate haben wir eben ein paar coole Spots kennengelernt und die zeige ich euch. Und als erstes fahren wir zu, ja, eigentlich zu einer richtig coolen Wiese. Auf geht's! So, wir sind gerade mit Jamie unterwegs und zwar bei der Russenwiese. No offense, die heißt wirklich so. Und zwar, wenn ihr die sucht, dann findet ihr bei Google Maps die in der Nähe vom ersten FCN-Stadion. Und das, was eben richtig cool ist, dass es hier eine richtig große Fläche gibt. Hier können Hunde laufen, hier kann man aber auch selber joggen gehen oder halt einfach, wie gesagt, den Kopf frei bekommen. Und das ist schon echt eine schöne Gegend hier. Vor allem hier ist man auch relativ schnell im Wald. Und wir haben hier auch in letzter Zeit einige Pilze gefunden. Aber psst, die Pilzbots sind hier richtig umkämpft. Nee, aber mal ernsthaft, hier ist wirklich richtig schön, vor allem der Sonnenuntergang. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen weiter und dann zeige ich euch mal, was es für coole Sachen hier gibt. Schau mal. Oh. Ja. Eins, los. Aber eines der coolsten Sachen hier sind eigentlich diese kleinen Wander- und Schleichwege. Denn da fühlt man sich einfach, naja, so ein bisschen Großstadtfern und da kann man wirklich gut abschalten. Man hört nichts, sondern es ist einfach nur das Blätterrauschen unter einem und naja, mir hilft es wirklich sehr. Vielleicht hilft es auch euch. So, wir sind gerade hier in Schmausenbuck. Und neben mir ist auch der Schmausenbucker Turm und zwar, das ist eigentlich beim Tiergarten in der Nähe. Und da ist einfach der Vorteil, dass man wirklich leicht mit den Öffis einmal hinkommt. Und die nächste Sache ist, hier ist einfach ein wirklich richtig schöner und auch irgendwie ein sehr gesunder Wald. Auch wieder sehr viele kleine Wege, wo man entlang laufen kann. Und um die ganzen Stellen auch zu finden, verlinke ich einfach mal alles hier unten in der Videobeschreibung. Und was noch erwähnenswert ist, ist nicht nur der Tiergarten, sondern auch die ganzen Mountainbike-Strecken. Denn hier gibt es einfach so viele Möglichkeiten für ja, Mountainbiker, Radfahren, Jogger unter anderem, sich richtig auszutoben. Im Winter ist es deshalb hier ein bisschen angenehmer zu laufen, viel weniger los. Aber im Sommer kann das hier schon ganz schön turbulent werden. Das ist übrigens der Turm. Wollen wir weitergehen? Wollen wir weitergehen? Und hier sind wir momentan öfters mit Laura und ja, genießen einfach so ein bisschen die Auszeit, beziehungsweise eigentlich finden wir auch, dass es ziemlich aussieht wie ein Märchenwald hier drin. Solche Quatschköpfe. Also ja, egal ob mit Hund oder ohne Hund, mit Fahrrad oder ohne Fahrrad, hier kann man echt super gut entspannen und hier sieht man wirklich viel Neues. Also einfach die Felsen und die ganze Natur, richtig cool. Ja,
So, Laura und ich haben jetzt unseren Abendspaziergang und zwar zu den Pegnitzauen verlagert. Und zwar ist das eigentlich ein riesen Grünstreifen direkt eben neben der Pegnitz. Und so wie es aussieht, kommt hier eigentlich halb Nürnberg immer her, um eben auch ein bisschen zu entspannen. Super cool an der Location ist es einmal, dass es sehr zentrumnah ist, also man kommt echt gut mit den Öffentlichen hin. Genauso kann man auch, so wie ich es eigentlich oft mache, vom Zentrum hierher joggen. Und die nächste Sache ist, hier kann man auch richtig viel machen. Also hier gibt es einen Trimm-dich-Pfad, hier gibt es unglaublich viele Sachen, um eben Sport zu treiben. Und das eben einfach neben der Pegnitz, das ist schon echt ein Privileg. Deshalb auch da, wenn ihr euch mit Leuten trefft, ist es ja eh immer besser, das draußen zu tun. Und da bietet sich einfach hier ein Spaziergang perfekt an. So, und jetzt geht es eben weiter für uns und dann zeige ich euch noch ein paar Eindrücke von der Pegnitzauen. Also ihr merkt schon, hier gibt es richtig viel zu tun. Viel Sport, viel Natur, viel Auszeit. Und das ist eigentlich genau das, was man hin und wieder einfach braucht. Das einzig Doofe ist, dass es jetzt einfach nur sehr schnell sehr dunkel wird. Aber gut, so ist es einfach. Dafür gibt es hier auch viel Laternenlicht. Dementsprechend so Joggen, Radfahren oder sogar Basketball spielen geht auch hier abends. So, wir powern jetzt noch ein bisschen weiter den Hund aus. Ich würde sagen, das war es jetzt mit der Episode. Falls euch die gefallen hat, beziehungsweise falls auch ihr andere Locations habt, andere ja, Grünflächen oder sowas, wo ihr einfach eure Auszeit habt, dann schreibt die drunter in die Kommentare. Wäre super interessant, was es da alles noch so in der Umgebung gibt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute!